So, lieben Freunde. Ups, Entschuldigung. Jo, so ist besser. Ja, oder? Nee, Moment. Jetzt. Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zu einem, naja, weiteren angetestet, beziehungsweise angezockt. Ja, und zwar Dark Souls. Ich habe mir mal gedacht, dass ich mal Lust habe, das Spiel anzuspielen. Wie ihr seht, bin ich da schon etliche Male am Spielen und wir haben das auch schon im Stream gespielt. Von daher, für die Zuschauer von mir gibt es jetzt nichts Neues. Ja, ich habe bei dem einen Charakter, bei dem Privatspieler mit Elaine, einfach mal verschissen. Von daher mache ich mal eine neue Dingsbums, eine neue Klasse. Mein Favorit ist der Generalschlüssel. Nö, mach ich normal. Gesicht, Bürgerin, Frisur. Glatt 2, warum nicht? Und ihr wisst's doch. Obwohl, ja, Gold könnten wir eigentlich mal machen. Grau, dunkelblau, dunkelrot, hellbraun, dunkelbraun, schwarz, Gold, 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 Gold. Silber ist eigentlich auch nicht schlecht. Purpur. Ah, komm, machen wir uns immer Purpur. Hab mir mal gedacht, ich mach mal einen angezockt von Dark Souls 1, Prepare to In the Die. age of ancients, the world was unformed, Und guck mal, wie shrouded sich by das fog. kommt. Ich meine, ihr könnt es ja selbst sehen. A Obwohl, das Intro land werde ich of gleich low wahrscheinlich überspringen. grass, Wahrscheinlich kennt ihr das arched alle. trees Das ist Original, nicht das and Remake, also das ist nicht everlasting das Remake. branches. Das bedeutet, das Spiel gibt es nur auf 30 FPS von mir, weil ich mir denke, ich werde mir das Remaster, das But Remake für then 20 there was Euro nicht nochmal fire, holen, wenn ich das erste Spiel schon habe. and was Von fire. daher, jo. Ich habe so ein bisschen Lust drauf. Wie gesagt, bei den einen Privatspielstand, das wird die auch sein. Das bedeutet, ich werde hier jetzt einfach weiterspielen, egal wie lange das jetzt geht und wie lange ich da jetzt spiele. Apropos, ich muss. Nee, Timer läuft ja, ich benutze ja OBS. Ja, bei meinem Privatspielstand habe ich ein bisschen was verschissen, angeblich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin kein Dark Souls Meister. Ich bin noch kein Dark Souls Profi. Von daher hoffe ich, dass ihr mir das vergeben werdet, wenn ich das ein oder andere verkacke. Auf der anderen Seite gucke ich mir natürlich auch die Bosse an, wenn die zu schwer werden und versuche die dementsprechend dann auch so zu machen. Jo, ich habe mir auch vom Kumpel so ein bisschen was sagen lassen, was dann halt wichtig ist, worauf ich achten soll, worauf ich nicht achten soll und so weiter und so fort. Bis zum gewissen Grad haben wir im Stream schon gespielt, deswegen werdet ihr hier nichts Neues sehen. Auf der anderen Seite wollte ich euch aber auf jeden Fall auch mal dieses Spiel in der Angezockt-Reihe, in der Let's-Test-Reihe, sagen wir es mal so, wie heißt, näher bringen. Vielleicht gefällt euch das Spiel ja doch ganz gut. Von dieser Seite lässt sich. Ach so, stimmt, da war ja was. Jo. Ansonsten gucke ich mal, wie das funktionuckelt. Ja, hier brauchst du gar nicht erst anfangen, mit dem zu kämpfen. Das kannst du noch vergessen. So, das Leuchtfeuer entfachen. Ja, wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich gerade die Stadt der Untoten werde ich auswendig kennen. Von daher sieht es eher so aus, als wüsste ich, was ich tue. Das stimmt aber nicht wirklich. Von daher, ja, gucken wir mal. So, Kurzschwert nehme ich natürlich mit. So, Kumpel hat zu mir gemeint, Konstitution ist ein sehr wichtiger Wert. Den soll ich möglichst gut halten. Von daher gucken wir mal. Ein paar Sachen kenne ich. Jo. Ihr werdet mich definitiv fluchen hören und verzweifeln und heulen, wenn ich das wirklich mal als Let's Play machen sollte. Aber ich denke mal, bis ich wirklich das als Let's Play mache. Ach, Mann, du. Ach, Kacke. Ja, hier gebe ich nichts auf die gute Manier. Also hier ist einfach
So, oh, ihr seid keine Höhle, oder? Gott sei Dank. Ich fürchte, es ist um mich geschehen. Schon bald werde ich sterben und meinen Verstand verlieren. Ich möchte euch etwas bitten. Ihr seid untot wie ich, bitte hört mich an. Ja, leider scheiterte ich auf meiner Mission, doch vielleicht vermögt ihr die Fackel zu tragen. Meine Familie gibt eine alte Legende. Ihr, die ihr untot seid, gewählt, pipapo. Komm, das können wir dann... Und das noch. Den ganzen Kram, die ganzen Cutscenes und alles können wir entweder im Stream mal rumeiern. Oder aber, ja, wenn wir jetzt hier zurückgehen, müssten wir eigentlich auch die, der Typ ist tot, das ist soweit okay. Ah ne, doch nicht. Habe ich die XP von dem gekriegt? Ich meine schon. Was wollte ich sagen? Die ganzen Cutscenes und das, was sie zu sagen haben, werde ich jetzt hier so einen größten Teil, sofern ich das schon kenne, skippen. Einfach aus dem Grund, damit wir hier so viel wie möglich Gameplay mitkriegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Dark Souls, so sehr wie du es hast, so sehr liebst du es auch. Also... Okay. So, na komm her. Okay, super. Also wie gesagt, Tipps könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben und so weiter und so fort, wenn ihr das auch mal wirklich als Let's Play sehen wollt oder nicht. Bis jetzt ist es nun angetestet. Wie gesagt, ich musste halt neu anfangen, weil ich einen wichtigen Faktor verkackt hatte. Oh, da hatte ich aber Glück. Schaffe ich das ohne? Na komm, Dicker. Meine Konstitution da ein bisschen. Aufladen. Ja, das passt doch. Wunderbar. Ich wusste nicht, dass ich das schaffe, ohne da nochmal Linksbums rum zu trinken. Nochmal eine Sache, nochmal ein Schlückchen aus meinem Flakon zu trinken. So, Menschlichkeit, okay. Oh, es gibt 2000 XP, super. So, eine Menschlichkeit sollte man besitzen, da gibt es so einen gewissen Indikator für, habe ich mir sagen lassen. Aber mehr als eins, mehr als ein Punkt auf Menschlichkeit macht keinen Sinn, weil der Indikator für mehrere Menschlichkeitswerte nicht so pragmatisch sind. Man soll auch später, um Bosse einfacher machen zu können, kann man sich auch als Mensch verwandeln und dann irgendwie Hilfe holen. Das Problem ist, ich kann das nicht offline spielen, beziehungsweise doch, aber da müsste ich dann Steam offline schalten und so weiter und so fort. Die Krähe bringt mich jetzt irgendwo hin. Dann will ich das Lagerfeuer mal entfachen. Will aufsteigen, meine Konstitution. Ich versuche meine Konstitution und Stärke, zumindest meine Konstitution und mein Leben gleich zu halten. So, der sagt uns jetzt was. Ihr raten, pipapo, zwei Glockentürme müssen wir aktivieren und fertig. Wunderbar. Bevor ich aber jetzt hier nach rechts weitergehe, werde ich versuchen, ein bisschen was zu machen. Ich bin da mal durch Zufall dran gekommen. Und bin deswegen ein bisschen gehypt drauf, das so schnell wie möglich zu machen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt keinen Rush, weil hier an den Feuerbrandschrein scheinst du des Öfteren vorbeizukommen. Okay, du kannst hier mit dem alten Mann sprechen. Der sagt nur, falls ihr nichts von uns wollt, kommt uns nicht zu nah. Das ist ja dann auch soweit okay. So, dann gehst du hier hoch. Und hier hoch. Hier kommst du später raus. Deswegen kommst du jetzt auch wieder hierher. Aber... So, das möchte ich mitnehmen. Das nehme ich mit. So, dann komme ich nämlich hier rein. Ich glaube, da kommt man auch gerosten. Geborstener roter Augapfel. Ja, super. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Na gut, was wir haben, Hammer. Morgenstern und Talisman. Warum probiere ich mal nicht den Morgenstern aus? Warum eigentlich nicht? Ich bin bis jetzt immer ins Dingsbums gekommen. Na, da kann ich auch ein Flakon öffnen, weil hier unten werde ich eh sterben.
Die Glockenteile haben so viel zu bedeuten, wie habe ich mir sagen lassen, dass jemand da halt was geschafft hat. Ich gehe nach hier oben, ich gehe hier hoch, weil die beiden Skelette, die ich jetzt auf Akku habe, die Akku verlierst du auch nicht, die verfolgen mich bis zum geht nicht mehr. Jo. Kann ich die besiegen? Ich will natürlich jetzt nicht kampflos aufgeben. Oh, die ist viel zu langsam. Der Morgenstern ist echt nichts für mich aktuell. Dafür bin ich zu schlecht. Habe ich den jetzt besiegt? Okay, wo ist der andere hin? Na gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe, sondern ich hätte eher gedacht, dass ich hier verrecke. Aber das ist okay. Ich muss aber sagen, der Morgenstern ist mir noch aktuell. Der macht zwar gut Damage im Vergleich zum Kurzschwert, obwohl so viel ist es nicht. Da ist mir das Kurzschwert echt lieber aktuell. Damit bin ich flinker und agiler. Ja, komm, gelobt sei die Sonne. So ein Müll. So, weiter geht's hier nach rechts. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Nee, nee, hier gibt's nämlich noch was zu entdecken. Aktuell. Bam, 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 bam. Okay, okay, dann geht's hier hoch. Hier noch nicht lang. Oder? Ich linse mal hier um die Ecke. Nee. Da ist nichts. Okay. Na, der Morgenstern ist doch nicht verkehrt. Aber den hole ich mir später. Hier gibt's noch was. Super. Okay, die Seelen könnte ich natürlich benutzen, um meine Ausdauer weiterhin zu steigern. Konstitution will ich ungefähr so, nicht vom Wert her, sondern vom Dingsbums haben. Vom, Anschein nach so, dass das mit meinem Dingsbums klarkommt. Sprich mit meinem... Habe ich den schon? Nein, noch nicht. Okay, das habe ich gesucht. Jo, jetzt habe ich hier alles soweit geholt, was es aktuell zu holen gibt. Glaube ich zumindest. Weiter habe ich noch nichts hier entdeckt. Das Spiel sagt dir nicht wirklich, wo du lang musst. Nur so vage. Von daher, warte mal, habe ich die Brandbomben schon? Ja, habe ich, okay. Eins Menschlichkeit reicht aus. Okay, jetzt muss ich aber ein bisschen gescheit vorgehen, weil ich bin noch ein Kack-Anfänger hier. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Dingsbums. Hab neu angefangen. Den mache ich am besten. Ah, oh, ich habe meinen Bogen noch nicht ausgerüstet. Okay. Der hat mir mal ganz große Probleme gemacht, weil die jeden Scheiß spam. Deswegen mache ich den so gut ich kann einfach mit Pfeil und Bogen. So, die Seelen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, die nicht zu benutzen. Ich könnte die natürlich benutzen, um mal wieder etwas aufzusteigen. Sieht man eigentlich Status umschalten? Waffe 1, Waffe 2, okay. Physikalische Abwehr 76, das passt. Na komm her, du Knödeldödel. Wunderbar. Da hinten gibt es einen Ring, den hätte ich natürlich gerne. Weiß halt nicht, ob ich die benutze oder nicht, weil irgendwie bin ich... Na, vielleicht für später irgendwann mal, wenn ich ganz viel Zeug habe, wo ich sage, das möchte ich jetzt nicht verlieren. Und ich irgendwo sterbe, wo ich halt weiß, okay, es kann... Ja,
Super. Wunderbar. Ich könnte euch natürlich jetzt irgendwo auch noch Dingsbums einbläuen. Wie heißt's, mein Controller? Aber da ist halt die Frage, ob das was bringt. Jo, warum raste ich nicht bei jedem ein bisschen Damage? Weil ich da wieder geheilt werde. Ganz einfach, wenn ich geheilt werde, kommen die Monster auch wieder. Das bedeutet, hier musst du dir sowieso Mühe geben. Und nachgucken, wie du am besten was machst. Oh, die Ratten sind mies. Die können hier mal richtig die Tour vermasseln. Nicht, weil sie Damage machen ohne Ende oder weil sie dich voll abnerven und extrem schnell angreifen können, sondern einfach aus dem Grund, dass sie vergiften können. Und wenn du nichts hast, was deine Vergiftung heilt, dann kannst du da schon immer so ein Flakon leer trinken, während du siehst, wie dein Zeug einfach Stück für Stück nach unten geht. Warum mache ich so wenig Damage? So, okay, das mache ich aber später. Hier geht es nämlich viel einfacher. So, den weg. Die Nerven nehme ich auf Dauer. Wer wirft damit Brandbomben? Achso, ich weiß, wer das ist. Okay, aber erstmal hier rein. So, die Seele geholt. Okay, hier gibt es sonst erstmal nichts. Ich könnte natürlich... Keine Ahnung, was der Abfall ist. Na gut. Jetzt muss ich erstmal nach oben wieder. Achtung, vor dir links. Was? Wieso links? Da ist gar nichts, ihr Halunken. Aber hier gibt's was. Ich werde da gleich nochmal runterspringen, weil da, glaube ich, noch was zu holen gibt. Menschlichkeit. Ja, die kriegt man aber auch so. Ja, die kriegt man in Dungeons erhöht, wenn der Boss des Bereichs noch lebt. Was machst du hier? Na gut, dann ist das hier runter. Hier gibt es nämlich noch was zu looten. Gibt es noch eine Seele. Die Seelen unten rechts sind ja die Seelen, die wir sammeln. Und hier diese Seelen, die wir so benutzen, die können wir, ich zeige euch das mal. Können wir benutzen, um unseren Haushalt so ein bisschen zu erhöhen. Warum man die ansparen sollte für wichtige Sachen ist einfach, wenn du stirbst, verlierst du unten rechts alle Seelen. Kannst sie natürlich auch einsammeln, wenn du es schaffst, dahin zu kommen, wo du gestorben bist. Aber das ist nicht immer der Fall. Oder manchmal hast du ein Upgrade und denkst dir so, ja, jetzt hätte ich aber, jetzt fehlen mir so ein paar hundert Seelen. Dann kannst du das gerne natürlich machen. Dafür sind die Sachen halt super. Oder wenn du hier halt irgendwas kaufen willst und nicht nochmal zurück willst. Hier gibt es nämlich auch einen Händler. Und von daher... Jo! Was gibt's noch zu erzählen? Ja. Unten rechts die Seelen kannst du sammeln. Damit steigst du auch auf. Damit bezahlst du deine Items etc. etc. Das bedeutet, das Spiel hat einen unglaublich hohen Wiederspielwert. Auch einen Abfarmwert. Das wird ja auch öfters passieren, dass ich mal ein paar Sachen abfarme, um da unten vom Händler was zu kaufen. Manche machen sich die... den Spaß und killen den Händler. Na komm her. Ich mache erstmal die beiden platt. Oh, du Ratte. Das habe ich mir nicht gedacht. Und deswegen einfach durchrennen. Der geht nämlich dir unendlich auf die Nüsse. So, ja, ja, ihr habt die schon gesehen. So, okay, 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 okay. Holzschild, gucken, ist das besser? Das Lederschild hat eine Haltbarkeit von 200, ein Gewicht von 1,5. Gibt eine Verteidigung von 46.
Physisch 91, 35, 60, 60, 52. Was haben wir hier? Gibt weniger Feuer, aber dafür von dem anderen mehr. Ja, so gut ist es jetzt auch nicht. Ich verstehe. Okay. So. Die am besten, so gut du kannst, mit dem Bogen. Kopfschüsse geben extra Damage. Ach Mann. Das Problem bei dem Bogen, die hat manchmal so einen leichten Rechtsdrall. Okay, das haben wir schon mal. Ist jetzt die Frage. Da oben steht noch einer, das weiß ich. Die Frage ist, treffe ich den wahrscheinlich nicht. Da muss man aufpassen, manchmal kann der dich auch treffen. Deswegen einfach so schnell wie möglich her. Die überraschen dich. Von daher. Wunderbar. Mehr braucht man dazu nicht. Der Rest geht einfach. Jawohl, Backslap. Also ein Spezialangriff. Wenn du das halt schaffst, dann passt das. So. Hier gibt es ein Geheimnis. Da können wir hin. Aber das geht auch anders. Und das werde ich noch im Let's Play mit, in dem Angezockt mitnehmen. Gibt es einen schwarzen Ritter, den würde ich den will ich sehr gerne besiegen. Auch wenn ich ihn hassen werde. Und ich werde da einiges sterben und einiges von mir lassen. So, mit der Zweihandwaffe kannst du die aus dem Dingsbums aus der Verteidigung locken. Oh. Das ist mies. So, unsere... Habe ich die Aisha oder Nyria? Ich weiß es nicht ganz. Sind beides Namen aus dem Spiel... Linksbums aus dem Spiel... Also generell sind alle Namen, die ich benutze, in der Regel aus Vampire's Dawn. Und Nyria und Aisha kennt ihr ja aus Vampire's Dawn 1. Habe ich auch Let's Played. Und... Nee, Aisha. Genau, Aisha. Ist die... Aisha alias Molana ist die Vampirfreundin von Valna, obwohl er nicht wusste, was da ist. Und die hat ihn ja dann am Anfang so ein bisschen verarscht. Und im zweiten Teil holen sich Elaine und Valna halt eine Tochter. Und die hat dann halt eine große Schwester. Und die heißt Nyria. Und was weiß ich, da gibt es noch viele, viele, viele andere Sachen. So, hier immer schön einzeln. Die lassen sich super triggern. Braucht aber ein bisschen... Na komm. Braucht aber ein bisschen Übung. Sonst können die nämlich böse Ohr machen. Hat geklappt. Was haben wir hier? Tot? Nein, ich bin nicht tot. So, hier oben gibt es noch ein kleines Secret. Also richtig Secret nicht, aber da muss man dann schon... Muss man das schon hinkriegen? Ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Wurfmesser. Okay, ich glaube, da gibt es auch nur eine Armbrust. Genau. Springen hier rein. Kannst auch hier runter, das ist kein Problem, aber erstmal hier hin. Hier gibt es nichts, außer den Tod. Und hier gibt es eine Armbrust und Standardbolzen. Ich muss sagen, Armbrust ist überhaupt nicht mein Fall. Damit kannst du nicht wirklich manuell zielen. Du schießt einfach nur geradeaus und weiß nicht, so richtig gefällt mir die Armbrust nicht, deswegen benutze ich die kaum. Na gut, was wir haben, haben wir, ne? So, manchmal muss man auch auf seine Sachen achten. Ich habe das Kurzschwert, das hat 191. Also das, der weiße Klumpen ist, Dingsbums ist die Reparatur. Das bedeutet, nach einer Weile müssen wir die sowieso austauschen, damit die Waffe nicht kaputt geht und dementsprechend anfängt und Ärger macht. Sprich, die meisten kennen es aus Witcher 3. Wahrscheinlich war das Spiel zuerst hier.
So, nun ja, ihr seht, verstanden, pipapo. Okay, das ist ein Händler, den kannst du natürlich Spaß haben und mit dem, den kaputt machen. Aber, okay, Reparaturkiste macht natürlich auch Sinn. Ich nehme erstmal den Anwesenheitsschlüssel. Ja, großer Pfeil, nein. Thank you, Kai. Und bevor ich jetzt hier großartig anfange und alles abgrase, werde ich gucken, ob ich... Warte mal, 200. Ja, das müsste hinkommen. Das sind knapp 2000. Ich habe aber noch andere Seelen. Für sowas sind die halt ganz gut geeignet. Ich meine, 200 tut dir jetzt nicht weh. Und ich muss vor allem noch ganz viele Pfeile sammeln. Obwohl, so viele nicht, aber ich mache das trotzdem ganz gerne. Wenn ich überhaupt so weit bin. Also wenn wir in dem Angetest so weit kommen. So, habe ich hier noch irgendwelche Seelen? Ja, verlorene Untoter. Der müsste 400 Seelen geben. Genau. Jetzt gucke ich gerade noch mal, ob ich noch... Warte mal, kann ich das anders da machen? Abfall. Nein, ich habe keine Seelen mehr. Okay, dafür brauche ich 3000. Okay. Ja, ja, der sagt, was für eine Zeitverschwendung, wirft dich von der Klippe. Der ist ein kleines Arschloch. Aber na gut. Bin am Überlegen. Ich will das Feuer da entfachen, aber nicht dort rasten, oder? Obwohl, doch, doch. So. Jetzt verlasse ich das. Natürlich sind jetzt die Gegner alle wieder da, um euch das mal zu zeigen. So, die haben mich schon im Blick. Das macht aber nichts. Die normalen Pfeile kann ich ja noch alle verschießen. Nur die 3000 Seelen haben. Jetzt haben wir eine Menschlichkeit bekommen, das ist ganz cool. So, den da oben darf ich nicht vergessen. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Ach Mist. Warum treffe ich nicht? Warum macht er die Türen? Achso. Normalerweise kloppt er die Tür auf. Na gut. Ich will ja nur die 3000 Dingsbums haben, damit ich mir die Reparaturkiste kaufen kann. Man sagt, man kann später im Spiel Items verkaufen. Da ist dann halt die Frage, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? So. Warte mal, kann ich den... Ich glaube, das ist so besser, wenn ich die ein bisschen einzeln frohlocke. Aber ich glaube... Hallo, ich hab doch... Ja, das kannst du bei mir vergessen. Zweihand muss ich noch ein bisschen üben. Aber jetzt habe ich genug. Immer noch nicht. Oh, komm schon. So, ich brauche Seelen und ich brauche Pfeile. Der verkauft auch große Pfeile, die sind ganz gut. So. Die Nachrichten, die wir hier lesen kann, sind nicht alle hilfreich. Weil die von Spielern gemacht werden können. Da kriegt man, kann man sich so Specksteine kaufen und dann kann man da Sachen reinschreiben und dann siehst du da so einen Stuss wie hier. Ich weiß nicht, die sind eigentlich, die sind es nicht wert zu farmen. Deswegen will ich eigentlich so gut ich kann nach vorne, also vorwärts,
Weil später die Monster werden definitiv mehr Seelen geben. Von daher... Gegenstand kaufen. So, Reparaturkiste. Ist ganz gut. Da kann ich nämlich... Brauche ich keinen Schmied, um meine Sachen zu... Brauche ich keinen Schmied, um meine Ausrüstung zu reparieren. Wenn ich was Besonderes finden sollte, was ich tragen will oder so, dann sollte man sich auch um seine Ausrüstung kümmern. Da ist so eine Reparaturkiste ganz gut. Kostet aber natürlich auch Seelen. Von daher, ja, wird es ein bisschen interessant. So, jetzt bin ich hier lang. Hallo, die Mutti Nyra ist da. Boah. Boah, habe ich aber Glück gehabt. So, die Tür kann man später aufmachen. Was haben wir hier? Höhlenkriegerrüstung. Nee, ich bleib eigentlich bei der Lederrüstung. Mit der Hoffnung, dass ich später noch eine andere krieg. Die Frage ist, warum bin ich so schwach? Ich muss ein bisschen was auf Stärke setzen. Das brauche ich auf jeden Fall. So, hier lang. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Ah, die Feuerbomben. Die könnten interessant werden. Müssen aber nicht. Wie viele Pfeile habe ich noch? 3. Okay. Der in der Mitte. Der wirft nämlich Feuerbomben. Das ist nervig. Okay, die haben jetzt schwere Angriffe gemacht. Die hätten ordentlich Aua gemacht. Was steht hier? Vor dir Vorstoß. Ja, komm, drauf geschissen. Okay. Wenn diese Gegner hier was fallen lassen sollten, dann sind es meistens Brandbomben. Die kann man eigentlich ein guter Part, um sich ein paar Brandbomben zuzulegen, ohne die kaufen zu müssen. So. Anwesenheitsschlüssel benutzt. Da kann man nämlich hin. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Generalschlüssel geht, aber ich meine, kostet jetzt nicht die Welt. So, wie lange sind wir denn in der Aufnahme schon? 32 Minuten, das passt. So, auf den warte ich jetzt ein bisschen. Nicht hier. Kann ich überhaupt nicht leiden. So, den hinüber. Ja, die geben schon 80 Seelen. Das sieht auch schon wesentlich besser aus. So. Aua. Das ist mies. Okay, dann nehme ich den auch mit. Und jetzt werde ich mich gleich an den Gegner ran wagen. Dem ich zigtausendmal sterbe. So. Puh. Ja. Das ist ein Schwarzritter. Der ist übel. Von daher. Wenn du Glück hast, kannst du einen Backslap machen. Wenn der dich trifft, bist du tot. Oder ziemlich nah. Deswegen locke ich den immer ganz gerne hier hin. Na komm. Das ist natürlich auch so ein kleiner Drecksack. Bei dem weißt du nie so ganz genau, wie der seinen Movement Pool setzt. Boah, als ich beim ersten Mal gegen den gekämpft habe, habe ich geflucht und geheult. Die musste machen, die sind schön. Aber es ist schwierig, das zu timen. Also für mich ist es noch relativ schwierig. Warum verliere ich Energie? Wenn ich blocke. Ah, wunderbar. Ja, wir machen noch kaum Damage bei dem. Aber ohne Block möchte ich bei dir nicht ran. Safety first.
Schaffe ich ihn beim First Try? Also jetzt offiziell jetzt kein richtiger First Try, aber ich weiß ja, wie man gegen ihn vorgeht. Aber in dem Spielstand. Super. Ich habe aber auch Glück. Normalerweise, es geht so. Es geht so mittlerweile. Ah, super. Na komm. Komm zu Mutti. Ah, shit. Jetzt ist er da, wo ich... Das meine ich. Manchmal macht er solche Sachen. So, jetzt kann ich noch einmal trinken. Nicht beirren lassen von den wenigen HP. Das kann nach hinten losgehen. Boah, das war knapp. So, was haben wir bekommen? Grauer Brocken und 800 Seelen. Na gut, war jetzt nicht... Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Das ist auch so ein kleines Glücksspiel mit diesen Sachen. Manchmal geben die coole Sachen, manchmal so Brockensachen. Was der graue Brocken so wirklich bringt, weiß ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich noch ein bisschen überfragt. Blauer Tränenring, okay. Verstärkt Verteidigung, wenn Trefferpunkte gering sind. Kann man mal nehmen. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Jo. Will ich den anderen noch fertig machen? Hier unten gibt es nichts, habe ich schon nachgeguckt. Also hier stehen halt immer, probier es mit Rollen, probier es mit Springen und so weiter und so fort. Ist Quatsch. Das ist mal wenigstens ein super Tipp. Aktuell, ja, den Ritter haben wir besiegt. Auch wenn du am Lagerfeuer rastest oder stirbst, kommt dieser Ritter nicht wieder. Das bedeutet, der ist ein für alle Mal tot. Warte mal, will ich... Warte mal, ich könnte eigentlich mal mit dem Morgenstern probieren. Ich habe aber keine Pfeile. Die muss ich sowieso abgrasen, okay. Könnte natürlich noch hier runter, aber dafür bin ich noch nicht gut genug. Da gibt es nämlich einen One-Hit-Killer. Und da weiß ich halt nicht, ob ich mit der Keule das schaffe. Manchmal kommen hier so komische Käfer raus. Die sollen, die gibt es ein paar Mal im Spiel, die sollen nicht unselten sein. Deswegen nehme ich hier mit, was geht. Aber ich rechne nicht damit. Da muss man auch schnell sein, weil die nämlich ganz schnell auch abhauen. Ganz schön flink. Hallo? Oh, was sollte das denn? Ja, wenn du nicht schnell genug bist, hauen die ab. Die Keule ist Mist. So, Anzeige umschalten. Physisch. Angriffstyp 83 plus 7. Okay. Im Vergleich zum Kurzschwert. Ja, plus 7 Damage. Aber dafür ist der Rest Mist. Ich bleib beim Schwert. Natürlich doof, dass ich jetzt dieses kleine Dingsbums vergeudet habe. Hier habe ich mich ein bisschen spoilern lassen, bevor ich zum ersten Mal das Spiel gespielt habe. Aber ich kenne es ja so ein bisschen, von daher. Erst hier oben die beiden Typen klatschen. So, gibt es hier noch irgendwas? Nein, okay. Dann hier runter. Da kommt jetzt gleich so ein mega dicker Typ an. Nicht beirren lassen. Zurückrennen. Der rennt natürlich direkt auf euch zu.
Da kann man ruhig rennen, weil die Ausdauer erholt sich, während du die Leiter hochspringst. Vorsicht, wenn du zu lange hier oben stehen bleibst, springt er auch da hoch. Und deswegen runter. Und wir kennen es vom Asyldämon. Einfach drauf. Natürlich, der macht ordentlich Aua. Deswegen ausweichen. Nochmal einen Schluck trinken. Ah, das war dumm. Hätte ich vielleicht ausweichen sollen. Ja. Das war klar. Aua. Ich hätte vielleicht am Anfang mit der Keule draufhauen sollen. Du bist auch nirgends wirklich vor dem sicher. Und das kannst du leider auch nur einmal machen. Von daher blöd gelaufen. Naja, macht ja nichts. Oh, das ist von hinten total mies. So, ich brauche aber Pfeile, um die Brücke zu passieren. Ich habe das mal ohne probiert, ohne diese Bombentypen zu besiegen. Das kannst du vergessen. Das kannst du echt vergessen. So, jetzt habe ich wieder eine Menschlichkeit bekommen. Wunderbar. Ich fahre natürlich mit, weil ich die großen Pfeile ganz gerne bevorzuge. Die machen am meisten Damage aktuell. Gibt bestimmt später noch andere Pfeile, die mehr Schaden machen, aber das ist okay. Problem allerdings, so einer von diesen Pfeilen kostet 50 Tacken. Von daher. Ah, das hat jetzt wehgetan, aber das macht nichts. So, ja, ich denke mal so 11 Stück. 12 kann ich mir holen, das ist soweit okay. Man kann sich natürlich gerne die Mühe machen, den Händler zu klatschen und sich das Zeug zu holen, was er hier zu bieten hat. Wenn du den nämlich besiegst, kriegst du, Oh, ich habe noch einen Pfeil. Warte mal, ich kann ja zwei Arten von Pfeilen ausrüsten. Das ist schon mal ganz gut. Was du machen kannst, ist natürlich den Händler besiegen. Und der soll dir dann Katana geben. Das soll an sich erstmal ganz gut sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das mal in einem Spielstand ausprobiert. Und bin kläglich dran gescheitert, weil der Waffentyp gefällt mir nicht. Ja, mit dem großen Pfeil mache ich natürlich ordentlich mehr Damage. Leute, wenn du da einen Kopfschuss hinkriegst. Ist ja fast hinüber. Muss natürlich treffen. Ach, das wollte ich eigentlich nicht. Der rennt normalerweise, wenn du... Manchmal ist es so, dass der automatisch losrennt, wenn du hier die, wenn du die Typen da oben besiegst. Ich brauche dringend ein bisschen Stärke. So, wenn du blockst, regeneriert sich deine Ausdauer nicht so stark. Streitaxt. Okay, aber die ist, glaube ich, mit der komme ich, glaube ich, auch nicht klar. Wer greift mich denn da jetzt schon an? Ja, das war das Problem. Ich probiere es mal mit der Streitaxt. Die fühlt sich aber eher an wie der Morgenstern. Noch.
kannst die Pfeile auch nicht einsammeln, die du halt schon benutzt hast. Das ist ärgerlich. Das war schön. So, zwei Brandbomben. Wie viele Brandbomben habe ich dann jetzt? Normale Brandbomben habe ich 9. Das passt soweit. Wie lange sind wir denn in der Aufnahme? 45 Minuten. Das ist okay. Dann mache ich den Dungeon eigentlich noch fertig. Obwohl es da noch eine Sache gibt, die ich euch noch zeigen möchte. Die meisten kennen das schon, weil ich bin ein kleiner Freund von dem Drake's Ward. Da ist man eigentlich ziemlich fest, schon ziemlich lange damit bedient. Ein Problem vom Drake's Ward ist halt, dass es einen festen Damage hat. Sprich, es skaliert nicht mit euren Werten. Komm her. Jo. Das nenne ich mal. Das nenne ich mal einen Unterschied. Na komm. Bisschen schneller als sonntags. Das kann ich. Das mag ich nicht an diesen Blocktypen. No, komm schon. Hallo. Danke. Na gut, dann du. Du kommst ja auf mich angerannt. Das ist ganz gut. Du auch. Mal jetzt nicht gerade die feine Englische, aber na gut. So, vielleicht sollte ich mit der Axt, die Axt zweihändig nehmen, den komischen Boss irgendwie triggern und dann auf den drauf springen. Klappt aber nur mit einem leichten Schlag, nicht mit einem schweren Schlag. Hier kann man seine Sachen zurückholen, deswegen kämpfe ich hier vorne immer sehr gerne. Entweder klappt es oder klappt es nicht, aber du verlierst deine Sachen nicht. Deine Seelen und deine Menschlichkeit. So, ich habe sowieso keine Zeit, mich zu heilen. Von daher. Jo, den nehme ich noch mit. Dann gucke ich mal, ob ich euch das mit dem Drake zeige. Je nachdem, wie lang es dauert. Und dann gucken wir mal. Dann wird das halt keine Stunde Gameplay. Der kommt von da oben. So, komm mal zu Mutti hier. So, Taurus-Dämon. Das ist der also. Naja. Jawohl, das sieht doch schon mal. Hat aber geklappt aus irgendeinem Grund. Na, da hat er mich getroffen, aber sieht gut aus. Ja, natürlich, bitte. Hallo. Oh. Was eine Mistsau. Gegenstand nehmen? Waffe kann mit aktuellem Wert nicht effektiv genutzt werden. Hallo, Mutti kommt. Yo. Ich glaube, wenn ich damit jemanden zuhaue, dann ist aber vorbei mit Spaß. Nee, ich bleib trotzdem bei meinem Kurzschwert erstmal. Aber net to know. Wir brauchen also ein bisschen mehr Damage. Ein bisschen mehr Stärke, dann passt das schon. Ja, klingt cool. Also, ich würde sagen, dass der Spielstand steht unter keinem schlechten Stern. Allerdings ist man auch ultra langsam. Das passiert manchmal, ich weiß nicht warum und wie man das triggern kann. Man sagt, dass irgendwelche anderen Spieler da was Besonderes machen. Wenn das kommt, wird unser Flakon aufgeladen.
Und naja. So, hier kann man nichts machen, oder? Nee, kann man nicht, okay. So, man könnte natürlich diesen Gegner hier, das ist kein Gegner, das ist ein Typ, der gibt dir immer was Besonderes. Das ist halt die Frage, macht es Sinn, den zu besiegen? Ah, hallo. Hallo, ja, nö, das sieht dir gar nicht aus, Gegenteil. Ich bin Solero von Astora, ja. Jüngere Pipapo, einfach ein paar Mal ansprechen. Dann sagst du ja, Schicksal verknüpft, Pipapo, ja, große Freude, weißer Speckstein, okay. Den kannst du besiegen, da kriegst du ein Ritterschild, aber ist halt die Frage, ob das Sinn macht. Weil, ist eigentlich ein relativ netter Kerl gewesen, ich meine, der hat uns jetzt einfach so einen Speckstein geschenkt, warum eigentlich nicht? So, wie geht mir hier am besten, einfach durchrennen, weil hier kommt nämlich gleich ein Drache. Kannst du hier nicht rein. Das ist so viel Damage. So, wunderbar. Dann kannst du nämlich hier die Leiter aktivieren. Die ist dann auch immer aktiviert. Das bedeutet, wenn ich hier oben sterben sollte, dann sieht der ganze Kram schon anders aus. So. Bevor ich aber jetzt meinen Status buffe, will ich noch mal zum Händler gehen und ein paar Dingsbums holen. Ein paar große Pfeile. Und meinen Beweglichkeitswert ein bisschen steigern. Ich denke mal so, ich hole mal so 25 Pfeile. Das ist okay. Gegenstand kaufen hier von den großen Pfeilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25. Ja, komm, 30. Warum nicht? Habe ich jetzt auf. Ja. Ja, ja, danke schön, etc., etc. So, die restlichen Seelen, da werde ich jetzt mal ein paar Werte meine Beweglichkeit reinstecken. Die Beweglichkeit erhöht nämlich den Bogendamage ein bisschen. Aufsteigen, Beweglichkeit, ja, 20 oder 19 ist in Ordnung. Und dann will ich noch mal ein paar Seelen sammeln. Hier kann man übrigens auch super farmen, wenn man Bock hat. Ist für den Anfang vielleicht ganz gut, wenn man Pfeile holen möchte. Das werde ich euch jetzt nur einmal demonstrieren und nicht antun. Wieder hier hin, hier drüber und schnell wie möglich wieder runter. So, man kriegt ungefähr, in der Regel sollte man 555 Seelen bekommen. In der Regel. So, das Ding hat einen leichten Rechtsstrahl. Der kommt jetzt an. Und bevor der trinkt, einfach draufhauen, dann ist der Käse auch gegessen. So. So. Man kann sich einen Spaß machen und den Schwanz von dem Drachen abknallen. Werde ich auch tun. Je näher, desto besser. Das muss man gut timen. Warum hängt der Pfeil in der Luft? Na gut. Dann fällt nämlich der Schwanz von dem Drachen ab. Er fängt bei jedem Pfeil oder bei jedem Schaden fängt er an, hier rumzulaufen. Von daher braucht man ein bisschen Geduld. Man sagt, man braucht ungefähr so 10 Pfeile auf den Schwanz, dann fällt er ab und dann kriegt man ein richtig cooles Schwert. Ich weiß nicht, wie viel Pfeile man wirklich braucht. Vor allem, wenn man nicht so ein Idiot ist wie ich und jeden zweiten Pfeil vergeigt, braucht man bestimmt doppelt so viel. Ihr wisst, warum ich 30 Pfeile gekauft habe. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man das hin. Ich werde jetzt meinen Controller nicht bewegen. Jetzt. Super. Man sieht jetzt nur, nur wenn man den Kopf des Drachen sieht, sieht man, wie viel Damage man macht. Ich habe es auch mal probiert, den Drachen zu besiegen. Natürlich auch mit dieser Taktik, weil von der anderen Seite kannst du auf den Kopf des Drachen schießen. Das
Kannst aber vergessen, weil der sich ab 50% Leben fängt er an, sich so einen gewissen Grad hochzuheilen. Beziehungsweise, wenn er ein Viertel Leben kriegt, heilt er sich wieder hoch. Und das ist nicht so. Da habe ich jetzt aus Versehen den Dingsbums losgelassen. Entschuldigung. Mein Fehler. Das hätte ich nicht machen sollen. Schande über mich. So, ich gucke jetzt gerade, da ich hier sowieso am ruhig farmen bin. Ja, 55 Minuten, das ist okay. Das ist super. Das ist ganz gut. Mit dem Drake Sword, das hat einen festen Stärkewert. Das läuft auch ganz gut. Damit kann man schon eine Weile im Spiel rumlaufen. Von daher sieht man das. So, jetzt muss ich mal kurz berechnen. Ich habe mir mindestens 30 geholt. Mindestens 200 Pfeile habe ich. Ich brauche noch 170. Mathe und ich. Ich bin ja eigentlich ganz gut in Mathe. Super. Und damit haben wir jetzt ein sehr mächtiges Schwert. Zu schwach, um die Waffe einhändig zu führen. Okay. Das ist blöd gelaufen. Warte mal, Anzeige umschalten. Ich brauche mindestens 16 Stärke. Wie viel habe ich? 12. Naja, kriegen wir aber hin. Okay, dann haben wir das, was wir von dem Drachen brauchen. Das hat einen Spezialangriff, wenn du das zweihändig hältst. Von daher... Ja. Achso, ja. Aufsteigen, Stärke. Ich mache noch ein paar Seelen. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir aber hin. Ah, die werden jetzt mit einem schweren Schlag getötet. Das ist gut. Du. Wunderbar. Warte mal, ich kann mal gucken. So, der hat hier so einen Spezialangriff, aber das geht stark auf die Haltbarkeit der Waffe. Von daher. Okay. So wirkt sich das aus. Ich kann es tragen, aber bringt mir nichts. Okay, 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 okay. Ich verstehe, ich verstehe. Gut, dann muss ich noch ein bisschen... ich habe es euch auf jeden Fall gezeigt. Dann muss ich noch ein bisschen selbst farmen. Wie gesagt, das wird ein Spielstand, den ich weiterspiele. Unabhängig von YouTube jetzt. Von daher bleiben wir mal ganz entspannt. Wenn ich da mal ein Let's Play machen sollte, wirklich komplett, dann ab in die Kommentare damit. Ansonsten könnten wir das auch mal ab und zu mal in Dark Souls streamen. Allerdings werde ich ganz ehrlich sagen, ich werde mir ein paar Guides zu den Bossen angucken, wie man die am besten so hin, wie man die am besten so macht und wie das so läuft und sonst was und etc. etc. Hast du nicht gesehen? Weil alles andere macht halt keinen Sinn. Das ist mir zu viel Frust, zu viel Nerven, zu viel Ärger. Und das ist halt nicht so geil. So, die One hätte ich jetzt mittlerweile. Das ist gut. Sascha, triffst du auch mal, du Idiot. Danke. So, der wirft jetzt seine Bombe nah ran und Feuer frei. So, der kommt an. Man kann auch, wenn man keinen Bock auf den Ritter hat, aber den Ring, den ich habe, trotzdem haben möchte, versuchen hier runter zu springen. Das braucht ein paar Versuche, aber es klappt. Den Ring nehmen und dann abhauen oder sich vom Ritter killen lassen, je nachdem. Das ist auch möglich.
Aber das könnt ihr selbst probieren. Boah. So, ich brauche noch mindestens 3 auf Stärke. Das bedeutet, ich brauche mindestens 3000 Seelen. Mindestens. Aber läuft ganz gut. Was hat er hier? Höhlenkrieger, Lendentuch? Ja, ich weiß nicht. Könnten es natürlich in die bodenlose Kiste stecken. Das wäre erstmal kein Problem. Aber... okay. Das war cool. Oh, es passiert mir doch immer wieder, dass man an so einem kleinen Kackgegner stirbt, ey. Och, da kriegst du doch einen Krampf in beide Po-Ritzen, ey. Arschbacken, Entschuldigung. Oh, gut. Ist aber ein guter Timebreak, um hier mal Schluss zu machen. Also, wie gesagt, wenn euch das Game gefällt und ihr Bock darauf habt, mich da zu sehen, schreibt's in die Kommis. Entweder als Let's Play oder vielleicht als Stream. Habe ich ja ab und zu mal im Stream, weil die Hino und der Backflip das ganz gerne mögen, das Spiel. Ist halt nur die Frage, die haben jetzt letzte Zeit nicht mehr reingeguckt. Also wenn euch das Game gefällt und ihr das im Stream sehen wollt, dann haut in die Kommentare Hashtag Stream rein. Wenn nicht, Hashtag Let's Play, aber rechnet damit, dass ich mich vor Bossen, mit denen, von denen ich noch keine Ahnung habe, dass ich mich da ein bisschen schlau gucke. Ja, also bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao mit V.